Es gibt im hinteren Bereich einen Großen Felsen. Aussichtsturm, mal wieder einen Hochsitz. Geh gleich auf, ich robb gerade in den Wald rein und ich glaube, da kann ich wieder riskieren, aufzustehen. Gibt ja zwei Felsen. Es gibt einen größeren Felsen, einen kleineren Felsen. Ich robbe jetzt Der gerade zum. größte Felsen ist weiter weg von der Basis. Genau, Da robb ich gerade drauf zu. ich bin aber beim kleineren Felsen. Okay. Und gehe jetzt mal in die Hocke. Die Axt jetzt mal nicht genommen, weil die Axt ist doch etwas verräterisch, wenn die so in der Luft treu rumschwingt. Mein ist immer über der Schulter. Ich weiß aber nicht, wie es bei dir aussieht, wenn du mit rumläufst. Glaube beim Robben aber trägt man die so komisch. Das kann sein, ja. Ich sehe dich Da ich definitiv. gerade im Schleich im Robgang bin. Ach, du robbst gerade, deswegen sehe ich dich Rob, wahrscheinlich auch Rob. nicht. Ah, doch, Nee, ich sehe Rob. dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Aha. Guck mal ein bisschen nach links zum Felsen, dann siehst du mich da auch atmen. Wenn du mich jetzt nicht siehst, dann bin ich echt gut getarnt. Da bist du, ja, ich sehe dich. Alles klar. Aber das ist echt nicht schlecht jetzt im Dunkeln. Ich habe die Gamma ja ziemlich weit hochgedreht, dadurch sehe ich dich einigermaßen. Aber wenn du jetzt so ruhig liegen bleibst, siehst du aus wie ein Fels. Ich zeig dir mal, wie das Kurze aussieht, so ungefähr. Videogamma. So. Mach auch mal ein bisschen die Gamma ein bisschen höher, wirklos. Werden viele machen, denke ich mal. Also. Ja, nachts auf jeden Fall. Das ist eine sehr helle Nacht, muss ich dazu sagen. Eigentlich wäre es stockdunkel. Es ist eine Mondnacht, ne? Also Ach ja, würde ich richtig, das sagen. ist ja auch, ne? Ist ja auch tatsächlich Wenn der Mond ausschlaggebend. draußen scheint, dann ist es ja hell draußen. Dann siehst du auch ziemlich viel. Boah, die Schatten. Geil. Das hat man auf alten Mod nicht so gut. Das ist auch sehr verräterisch tatsächlich. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Also, beziehungsweise schon ein bisschen in die Richtung. Alles klar. Und schauen mal, ob wir jetzt nachts hier nochmal plündern können und vielleicht sogar noch was Schönes abgreifen können. Im schlimmsten Fall sind wir tot, mein Gott. Also, Momentan sind wir im mal abgesehen Schutze. davon, es wird sicherlich auch wieder Charakter-Vibes geben, also scheiß drauf. Meinst du? Gab's schon, wird es auch wahrscheinlich wieder geben. Gab's Ich robb schon? jetzt mal. Ja, ich gehe auch mal auf Bodenfühlung. Ja. Klapper, klapper. Gab schon Charakter-Vibes. Weil es auch schon Leute gab, die irgendwie Dings haben, weil es eine Möglichkeit irgendwie gab, zu exploiten, dadurch Items zu kriegen. Ich würde sagen, wir gehen durch das. Wo bist du raus? Durch eine Mauer oder irgendwie sowas? Durch ein Loch? Ja, durch ein Loch. Wenn du jetzt mal eben rüber guckst, links der und Ja. das Waldstück quasi. Okay, dann grab ich da jetzt mal hin. Da bin ich durch quasi an dieser Halle vorbei, da wo der Propangastrank ist, der Ja, große. sehe ich von hier. Okay, dann grab ich da jetzt drauf zu. Robespierre. Robben William. Was haben wir noch? Rob over the top. Rob Roy. Hätten wir bloß Schusswaffen gehabt. Es war einer, ne? Wir hätten ihn wahrscheinlich sogar gekriegt, aber. Jetzt die Frage, oder wir hätten, na gut, aber wenn du die Waffe in so einem Gebiet, du hast halt die Waffe die ganze Zeit gezogen, ne? Ja, ich wusste halt auch nicht, ob er eine Nahkampfwaffe hat oder eine Also, Schusswaffe. es gibt auch eine Möglichkeit, mit Law Ready Waffe rumzulaufen und mit, von wegen fertig zum Schießen. Wenn jemand in Law Ready ist und geht nicht sofort in Ready, dann kannst du erstmal grüßen vielleicht. Ja, Sonst, das ist halt hier wirklich so eine Gefahr, ne? Entweder du nimmst die Beine in die Hand oder du riskierst es, erschossen zu werden. Toll, super. Also macht man was? Ich nehme dann erstmal auch mal zu zweit sind die Füße in die Hand. Propan oder Propan. Jetzt muss man davon ausgehen. Oder überhaupt, wir wären noch drin gewesen mit dem Rücken zu ihm und es wäre jetzt kein Gutmütiger gewesen. Happens. Ich hoffe, du siehst mich überhaupt noch. Bist du überhaupt schon da? Nee, ich bin Ah, du hell, kommst ich bin jetzt. noch. Ich habe gerade gesehen, du kommst jetzt um die Ecke. Ich robb gerade Richtung Mauer. Wollen wir mal hier rein? Nee, ne? Nee, nee. Ich möchte schon wirklich in die Dings rein. Ich möchte gucken, ob da irgendwas ist. Military Base. Ja. Gerade nachts kann das. Ich gehe jetzt in die Hocke und warte auf dich. Atem ist so ein bisschen verräterisch, ne? Was ist verräterisch? Der Atem, der Nebel quasi da von der. Genau hier bin ich vorhin lang gerannt. Ich weiß nicht, welchen Weg du gegangen bist, aber da hinten war eine Lücke in der Mauer, da bin ich hingesprintet. Andersrum, wenn er hinter mir hergelaufen wäre, der hätte mir ein paar Kugel in meinen verlängerten Hintern gejagt und dann wäre auch Ende gewesen. Dich hat er, glaube ich, nicht gesehen, oder ich glaube, mich hat er gesehen, wenn er überhaupt. So, ich gucke jetzt mal um die. Achso, da ist noch gar kein Lock. Doch, ich bin nur. Ja, da bist du hinter mir, alles klar.
kann jetzt leider in der Position natürlich nicht über die Mauer gucken, deswegen gehe ich mal kurz Theoretisch hier. machen wir es, glaube ich, auch gerade richtig, weil wir haben den Move von vorne und nicht im Rücken. Das heißt, es dürfen keine Schatten sein. Ich bin jetzt mal in die. Ich gehe jetzt mal in die langsame Dings. Bewegung, gucke nämlich, ob ich irgendwas Ja, ich mache sehe. auch mal einmal hier Rechtsklick. Ich bin, habe mich gebückt und Ja, Rechtsklick gemacht, die, langsam die, Tür, laufend. die Türen sind leider offen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Also, dass schon mal jemand da war, zumindest. Frage, wann der Server das letzte Mal neu gestartet worden ist. Eben. Worst Case bleiben wir. Ja, gut, drin bleiben ist auch gefährlich. Und dann jumpen. Ich habe es auch schon gehabt, ich kam rein und es waren Leute drin. Ich war Könnte dann ich auch haben. ein wenig platt. Können dann gleich das äußere Gebäude hier vorne rechts nehmen. Das ist nämlich schon wieder so ein. Hier sind vor allem das Geile ist, hier sind drei. Weißt du, drei Military-Gebäude mit Zeug drin. Und das ist nur eine Basis. So, hier warst Ein du. erster Trip. So, ich guck nochmal ein bisschen vorher. Ich laufe quasi so ein bisschen. Nein, nicht mich wegschieben, nicht mich wegschieben, Alter! Bei mir warst du eben schon quasi am Reinlaufen. So sah Ich es zumindest gerade aus. lauf gegen die Wand, wollte ich gerade sagen, um nochmal gucken zu können, weil ich mich da ein bisschen aufstelle und über die Mauer Bist du gucken gerade bei kann. mir voll durch die laue Wand gelaufen? So, dann mache ich die. Der Wand verschwunden, Ich warst du gerade. rushe jetzt rechts um die Ecke. Und du kommst bitte mit. Muss mir den Arsch quasi frei halten. So, und ich gehe rein. Geh durch, geh durch, ich geh durch. Stiefel stehen schon mal da. So, ansonsten sehe ich im ersten Moment auch nichts. Gut, Munition liegt wieder da. Ah, Kannst. Was? eine MFN 45, Eine Waffe. eine Handfeuerwaffe, Ja, nimm. aber keine Munition. Ja, pack ein. Sag mir, welche Munition du brauchst. Ich hab vielleicht welche dabei. Ich mal eben inspekten, ich muss mal eben gucken, inspekt. Achso, Hier ist nochmal per. wo sieht man das, welchen Munitionstyp man dafür braucht? Weiß ich nicht, musst du so wissen. Hier ist nochmal eine TTSKO Pants, wenn du welche brauchst. Hab ich ja schon. Und du hast Hunter-Dinger, aber das sind ja auch Tarnhosen. Nee, achso, stimmt. Hier ist nochmal, glaube ich, so eine Tactical Vest, die versuche ich jetzt hier unter dem Dings unter dem Bett zu kriegen. Hier ist eine Maske. Eine Maske. Ne, ist ein Blue. Blue Dingsbums ist das. Backpack. Geh mal raus hier. Hab. Wo war die Hose? War die da drinne? Ganz hinten. Ganz hinten. Beziehungsweise die vorletzte kann auch sein. Hier ist es nicht. Dann First Person im Gebäude ist Third Person scheiße. Hier, nee, hier ist er. Hier ist er. Ja. Ja, im Gebäude niemals First Person gehen. Gott, du siehst ja gar nichts. Ja, Third Person meinst du? Ja, nee, First Person. Gehe ich niemals. Ich siehst ja sonst nichts. Ich bin immer. Warte mal. Nee, ich bin immer im äußeren Bildschirm einfach. Im Third Person, damit ich so viel sehe wie möglich. First Person bin ich nur, wenn ich schieße. Und auch Ich nur bin dann. eben das Dingens. Das Teil konnte ich nur looten, als ich First Person gegangen bin. Und hier liegt übrigens ein M16 oder sowas. Was? M4A1. Was? Lag hier hinten. Was? Wo? Ah ne, Teile davon. Doch, nee. Hier, das hier. Zack. Lag hier hinten. Ja, Hab ich gesehen. ich geb's auf. Nimm's mit, jetzt komm. Raus, Hab nächste bloß Halle. keine Munition dafür. Ja, ist wurscht jetzt, komm, raus. Hauptsache einer hat schon mal Waffen. Wenn du 45er Munition brauchst, habe ich dabei. Brauche ich, glaube ich, für die FNX45. Deswegen sage ich's ja. Ich leg's jetzt mal Dafür. ab. Geht Oder. mal eben hier 3,5. Wie lege ich den nochmal ab? Warte mal. Nicht Split. Inspect. Achso, einfach rüberziehen war das ja, stimmt ja. Und ich gehe mal ein bisschen in die Man kann Mitte. eine Waffe übrigens hat verschiedene Sachen, da kannst du halt auch verschiedene Sachen einbauen. Hier, ich hab's mal auf den Boden gelegt. Kann sein, dass es im Moment dauert, bis es auftaucht. Du kennst es ja jetzt schon. More piercing rounds. Hast du gefunden? Schon? Ja. Die 45er, ja. Cartridge. Aber ich kann es nicht mit der Pistole kombinieren. Okay, dann war es nicht die richtige.
Und ich habe noch 7, 6, 2er habe ich noch. That Aber doesn't es ist fit in the das, die rifle. 7, 6, 2er dürften für eine Kalaschnikow sein. Ich glaube, man muss sogar noch Magazine finden, kann das sein? Das weiß ich nicht. Ich mache die Tür zu. Wir sollten jetzt gucken, dass wir in die nächste gehen. Sitzt gerade auf meinem. Genau. Hast du sie behalten, die Munition? Ja, habe ich. Alles klar, dann lass mal in die nächsten Gebäude gehen. Weil ich hätte auch mal gerne eine Waffe. Es wäre also cool, wenn wir wenigstens jeweils die Waffen irgendwie aufteilen würden, dass jeder eine Waffe hat, wenn wir Soll Munition ich dir eine finden. Pistole geben Wenn wir sonst? Munition haben, ist erstmal wurscht. Behalte es erstmal. Erstmal haben wir eh nur die Äxte. Wir gehen nach rechts. Okay. Alles Ja. klar. Es ruckelt Okay. gerade ganz arg, aber es war, glaube ich, der Mond. Hoffe ich zumindest. Da geht's eh nicht rein. Ich nehme mal gerade so ein bisschen das Ding als Deckung. Okay, geh weiter. So, jetzt haben wir die zwei Gebäude wieder vor uns, die wir vorher hatten. Drei Gebäude, besser gesagt. Das eine hat man, glaube ich, nicht genommen. Und ich glaube, die Tür war hier links. Genau, da ist er mich auch hingelaufen, das letzte Mal. Das Coole ist, man kann ja durch die Scheiben durchgucken, weil er schon drin ist. Und da kann auch rausgucken, ob einer von draußen kommt. Yes. Okay, hier ist frei. Du bist gerade auch bei mir durch die Wand gelaufen. Ich gehe wieder rein und ich gehe wieder ganz durch. Muss man genauer gucken, dann gleich mal. Vielleicht ist ja irgendwas. Aber First Person, so. Ich sehe jetzt hier schon mal gar nichts. Hier ist leer. Hier liegt was unten drunter. Das ist ein Motorradhelm. Das bringt schon mal gar Hier liegt nichts. ein leckerer, verfaulter Apfel. Aha, Kannst du das haben. ist super. Den überlasse ich dir so. Das Bin ja nicht ist so, dass ich immer alles eine UK wegjucke. Assault West in Black. Die nehme ich mal mit. Aber die geht über den Chestholder nicht drüber, leider. Aber es. Den schmeißt du dafür weg, aber dafür hast du dann halt Acht die Waffen. Plätze. Das ist natürlich geil. Und hier ist ein M4A1. Ja, Zack. schön. Eingepackt. Schön. So. Fahrradhelm. Natürlich ohne Muni. Da könntest du jetzt, glaube ich, dein Rifle-Dings drauf machen, wenn du oben das Rail. Da kannst du jetzt dein Rifle-Scope drauf machen, quasi. Detach ist, habe ich hier dran. Warte mal, ich guck mal gerade. Inspect, das geht nicht. Inspect geht auch nicht. Nee, geht. Warte mal, doch hier unten habe ich noch was. Weapon Flashlight Inspect, turn on. Muss ich es draufziehen eventuell? Nee, ist nicht kompatibel. Bist du, ne? Vor mir. Gut. Da, wo der Handle, achso, das ist der Handle, das ist der Handle, ne? Mach Nee, mal. Carry Handle Optics, da muss ich ihn theoretisch draufziehen. Das. Wenn du das M4 aufmachst, ist ja auch Buttstock, Handguard und Das machen wir draußen. Das Carry ist Handle. mir jetzt gerade ein bisschen zu kompliziert. So, raus hier. Es sei denn, wir haben die erste noch nicht drin gehabt, aber das sind, glaube ich, eh die Duschen. Oh, ich hänge fest hier. Ich muss wieder in die Third gehen. Ich sehe wieder nichts. Genau, war hier noch irgendwas drin? Ja, hier ist noch ein Backpack drin. Das ist rot. Das will keiner haben. So, ist hier noch sonst was? Der Apple, den du hattest? Genau. Jetzt dann raus und rechts direkt ins nächste Gebäude und dann gucken wir, dass wir wegkommen. Kannst direkt. Du, geh du ruhig vor. Ich meine, du musst nicht mehr auf mich warten. Du kannst doch, bist doch hier der Shooter-Experte. Go! Hop, 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 Gerade hop, hop. auf. Das hat eben gerade geruckelt, als ich gehen gedrückt habe. Ach so. Okay, du bleibst vorne, ich geh hinten, wie immer. Hier ist eine. Nee, Spring Hunter Pants, okay. Hier ist was unten drunter. Ich guck mal gerade, es ist ein Grey Tactical Shirt. Sonst sehe ich im ersten Hier Moment jetzt liegt noch ein nix. M4, Gut, haben wir jetzt aber auch bei. keine Munition. Hier liegt noch ein Apple, glaube ich. Irgendwas. Ja, ist ein Rotten Apple. Ja, das sieht ziemlich leer aus im ersten Moment. Teil im Packy hat jemand auch schon seinen Rucksack entsorgt. Green Hoodie. Hier sind Gummistiefel, glaube ich. Wellies. A large and hard wearing boot made of rubber that reaches just below the knee, bla bla. Ich nehme es mal, so, weil höherer Schutz und so. Okay. Es sieht so aus, es kommt mal wieder raus. Weil hier ist nicht mehr wirklich viel. An Rob, Rob. dieses Nachladen ruckeln, ey, das ist so Okay. Horror, klar.
Lass mal kurz überlegen, wo wir lang gehen. Raus auf jeden Fall. Ich glaube, das dürften alle hier gewesen. Ups. Ja, dann gehe ich halt raus. So. Ich guck mal Ich kurz. wollte nicht draußen überlegen, deswegen weiter Ja. Flur. Da gab es noch ein großes Gebäude, ne? Lass uns da mal hingehen. Am besten zwischen den Gebäuden durch. Das war nämlich, glaube ich, auch da hinten irgendwo. Die sind ja nicht begehbar hier, die zwei. Das so? Das Aufmachen. ist. Was, was, was? Mal nicht aufmachen. Nee, ich sag doch, die gehen nicht. Und dann hier links, rechts, beziehungsweise. Munitionslager wäre mal ganz nett, wenn du wüsstest, wo das ist. Ja, ich möchte gerne noch in das Gebäude hier rein, weil es ist nämlich. Da geht es nämlich definitiv rein. Und hier hinten glaube ich auch. Nee, die geht nicht, aber das geht hier auf jeden Fall. Ah, ruckel, ruckel. Hier geht's auf jeden Fall rein. Wurde auch schon aufgemacht. Ja, es ist. Ich geh mal hoch. Du bist gerade bei mir durch die Treppe Ja, durchgelaggt. ich bin nicht nur bei dir, ich bin auch wirklich durch. Kommt man hoch Wo ich irgendwie? bist, das wissen wir ja schon. Ich bin oben. Okay, man darf anscheinend nicht die Hier Alt-Taste liegt eine bewegen. Pistole für dich. Oh, sehr nice. Nehmen wir gleich mal mit. Ich sehe sie gerade nicht. Oh, was ist das denn Lustiges? Und ein Red Mountain Backpack. Hab Im ich Bett jetzt. liegt sie. Ich guck mal gerade. Okay. Sehr nice. Dann sind wir beide schon mal waffentechnisch ausgerüstet. Hier liegt noch ein M4 unterm Bett. Was ist denn das da oben drauf auf dem Bett? Da liegt noch was auf dem Bett Wahrscheinlich, oben. Hunterpants. Naja, okay. Brown Braucht man nicht. Hunterpants. Dann einmal rechts um die Ecke, falls die Tür nicht Da aufgeht. ist nix. Ups, Entschuldigung. Da liegen noch Mit irgendwelche einem Ich zwei kann die. Waffen oder irgend sowas. Was ist Festhalter Holster? und ein Wrench. Was ist denn das da? Green Pen. Typical Ballpoint Writing Instrument. Braucht kein Mensch. Ja. Türen gehen hier oben nicht auf. Gut. Waffen haben wir auf jeden Fall. Aber Jetzt, keine Munition. das ist ja meistens so, wie wir festgestellt haben. Ist auch ganz gut so. So also schießt man sich wenigstens nicht direkt über den Haufen, wenn man irgendwas findet. Jetzt heißt es auf jeden Hier Fall. liegt ein Schraubendreher. Gehen wir ein bisschen um die Ecke, weil die Hintertür gibt es ja nicht. So. Wollen wir dann wieder zum Hügel gleich zurück und da mal gucken? Hier war nix. Hier war nix, ne? Nee. Hier auch nicht. Na, da war ich noch gar nicht drin. Die Tür Nee. gar nicht Hier gesehen. sind die Terry Boots. Nice. Nehme ich mal eben, die sind zwar auch schon getragen, aber hey, besser Das als ist nix. ja wurscht. Oben liegt noch ein Buch oder sowas. Alright. Dann Hügelchen, würde ich sagen. Nach dir. Feige Sau. Kennst den Weg? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir lang müssten. Ich muss auch immer ganz kurz gucken. Ansonsten halte ich mich auch einfach nur hart an den Seiten von dem ganzen Kram. Da ist ein Panzer. Genau, lass uns den Panzer Sollten fahren. versuchen, ob wir den reparieren können. Ja, vielleicht geht das ja im fertigen Spiel. Siehst du, hier links Wäre von uns doch ist der geil. Hügel. Hier links von uns ist der Hügel. Da gehen wir dann wieder hin. Ich gucke immer wieder ein bisschen. I'm extremely hungry. Das ist ja, es ist orange, aber noch nicht braun. Klar, Hocke und so. Ich hasse dieses random Geräusch-Ding. Und ich bin das letzte Mal hier vorne einfach Das durchs. sich so anhört wie ein Zufall in diese Ja, Garnitur. genau. Das ist so ein random Geräusch. Ach, guck mal hier. Kann man auch noch rein. Und hier liegt auch noch Zeug. Nee, das ist nur Gebüschzeug. Okay, nevermind. Raus, raus, raus. Durchs Tor nach rechts. Also einfach F-Spammen und dann durch. Genau, so. Mal da oben auf den Turm rauf, könnte das wäre fies. Ich gucke nach links mit ein bisschen. Ups, ich hänge am Gebüsch fest. Guck mal nach The links. Shrubbery. Genau, bring me a shrubbery. But a nice one. Das war jetzt schon mal eine nette Ausbeute, muss ich sagen. Wirklich nur die Mund. Ich habe eine FN45, das heißt für mich theoretisch, das heißt, die ist eine 45er Knarre. Hängt das jetzt damit zusammen, dass wir keine Magazine haben, dass wir eine extra Magazine haben müssen? Das ist eine gute Frage, die werden wir bestimmt beim nächsten Mal herausfinden. Aber jetzt erstmal hoch hier. Wäre realistisch auf jeden Fall.
Erstmal hoch zum höchsten Fels, würde ich sogar diesmal sagen, dass wir ein bisschen weiter oben sind. Den Vorteil quasi haben. Hungrig, okay. Ja, ich auch. Violently mittlerweile bei der Nee, ganzen. jetzt bei mir nur grüner Hunger. So, dann haben wir mich hier in den Felsen noch so als Verteidigung und ein bisschen Gebüsch. Und jetzt erstmal schnell hier gucken, was haben wir denn alles so zum Essen. Ich würde sagen, erstmal den Kleinkram wegmachen. Open Tuna. Ah, ich habe sie geöffnet. Wo ist, ach, da oben. Sie ist neben meiner Waffe. Toll. Achso, ich habe noch meine alten Working, bis ist überhaupt die Inspektion. Die sind auch schon abgetragen. Und wahrscheinlich das Laufen schon total. Nicht wundern, ich lege jetzt gerade Schuhe Ich ab. sehe es gerade. Ich denke so, hä, wo kommen die Schuhe her? Ih, du hast deine Stinkmauken bei mir vor die Nase gelegt. Das ist ja widerlich. Ich fresse jetzt erstmal die ganze Thunfischdose auf hier. Mitsamt Schale drumherum. Nom nom nom. Used Leichtmetall. for in his prototype semi-automatic 45. So, ich esse das Ding jetzt freiwillig ganz auf, dass ich ein bisschen Platz habe. Essen haben wir genug. So, es ist leer und weggeworfen. Sehr schön. Jetzt habe ich ein Ich bisschen glaube, es ist wirklich Platz. so, dass du dafür auch noch Magazine finden musst für die Apparate. Jetzt versuche ich mal ein bisschen rumprobieren hier. Also das Ding geht eh nicht. Kann schon. Ja, wobei ich weiß es nicht. Man könnte mal nachlesen. Machen wir beim nächsten. Machen wir beim nächsten.